Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Quang Destiny und heute habe ich hier ein Unboxing für euch und man kann unschwer am Titel erkennen, worum es sich handelt. Und zwar haben wir heute hier den Kronos Max in der 2015er Edition, also die V3 nennt sich das auch. Ich mache das ganz einfach mal hier auf, aus dem schönen Karton, wo man hier einfach nur den Streifen abziehen muss, ja. Okay, jetzt habe ich ein bisschen verkackt, aber das geht trotzdem auf, ja. Man hört es, zack, 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 so. Da haben wir es offen. So, wir haben hier einmal ja ein bisschen eingedrückt. Aber naja, man kann es hier sehen, ne? Hat hoffentlich überlebt. Ich weiß nicht, ob am Transport lag oder ob der schon vorher so aussah. Und dann haben wir hier noch einen USB-Hub. Dazu komme ich später, warum der mit dabei ist. Den packe ich jetzt erstmal an die Seite, weil grundsätzlich geht es ja hier um diesen schönen Kronos Max, der Karton, der kann auch weg. Genauso wie der komische Streifen hier, ja, schmeiß einfach auf den Boden. So, ja, wir haben hier einmal einen Kronos Max. Was ist das ganze Ding überhaupt? Das ist der Kronos Max Plus. Steht auch schon drauf, Any Controller on Any Console. Das stimmt, ne, gar nicht, da steht sogar The Most, oder? Ja, Use All Most, okay. Ja, also man kann so gefühlt fast jeden Controller an fast jeder Konsole benutzen. Ich habe mir das Ganze gekauft, weil ich halt keine Lust hatte, mir wieder einen neuen PS3-Controller zu kaufen, weil meiner kaputt ist. Beziehungsweise ich habe mehrere, die kaputt sind. Und die Dinger sind immer noch mega teuer. Die PS3-Controller kosten immer noch so um die 50 bis 60 Euro. Und ein Kronos Max, das Ding hier, kostet, also habe ich jetzt bekommen für 49 Euro. Von daher macht das schon mehr Sinn. Weil ich eh lieber mit einem Xbox 360-Controller spiele. Hier ist übrigens einmal die Rückseite. Und das Ganze ist quasi eigentlich nur so, fokussier doch mal, scheiß Kamera, ist so ein USB-Stick, den man eigentlich nur anschließt. Da muss man das halt am PC ein bisschen konfigurieren, das Ganze. Und ja, das zeige ich dann auch gleich. Wir machen jetzt erstmal hier das Ding überhaupt mal auf. Das kann man hier oben einfach so aufmachen wie ein normaler kleiner Karton. So, da haben wir hier alles Schönes drin, da haben wir ein Kabel. Voll schwer, das alles rauszuziehen. Dann mache ich jetzt alles kaputt hier. So. Genau. Wir haben jetzt hier einmal das USB-Kabel, was wir brauchen für diesen netten USB-Stick hier. Ich zeige den USB-Stick einmal hier direkt zur Kamera. So sieht der ganze Kronos Max USB-Stick aus. Da wird später hier der Controller angeschlossen über das Kabel. Und hier steht PC-Proc. Da schließt man das Ding halt am PC an, zum Programmieren, was wir uns gleich alles anschauen. Ja, auf jeden Fall, also sieht eigentlich schon ganz cool aus, das Ding. Und dann haben wir hier halt einmal das dazugehörige Kabel, ist ein USB-Mini-Kabel, ein ganz normales. Und einmal hier so eine Anleitung, die ich jetzt mal außen vor lasse, weil ich das eh gleich alles zeige, wie man das Ganze konfiguriert. Ja, wir müssen jetzt einmal gleich auf den PC wechseln, denn wir müssen die Software dafür erstmal runterladen, um das Ganze zu konfigurieren. Und ich würde sagen, da sehen wir uns gleich auf dem PC wieder. So, wir sind jetzt hier auf dem PC und zwar in unserem Internetbrowser eurer Wahl und sind hier auf der kronosmax.com Seite. Die ist auch nochmal in der Beschreibung, aber ihr solltet die auch eigentlich locker finden. Und hier kann man sich alles Schönes durchlesen, so zu Kronos Max. Was wir jetzt aber brauchen, ist die Software, deswegen drücken wir hier einmal auf Software drauf. Und ja, diese Kronos Pro Software hier, die brauchen wir. Dafür kann man hier einfach auf diesen schönen Button hier drauf drücken, Go to Downloads Page. Und dann gibt es hier auch schon den Download-Button. Dann kriegt ihr hier diese schöne Datei, die ich schon runtergeladen habe und auch installiert habe. Das solltet ihr, denke ich mal, alle hinkriegen. Und dann gehen wir in das Programm rein. Das sieht so aus, nein, nicht ganz. Wenn ihr startet, sieht es so aus, genau. Ja, das ist diese Online-Library, wie man hier unten schon lesen kann. Wenn ihr das Ganze startet, dann fragt euch das Programm höchstwahrscheinlich noch einmal, ob ihr eure Version updaten wollt, weil ihr anscheinend noch nicht die neueste Version habt. Das solltet ihr tun und außerdem solltet ihr auch hier auf Tools und dann auf Firmware Update und einmal hier auch den Stick. Ich habe übrigens hier die Facecam mit an, beziehungsweise die Webcam, wo der Stick jetzt hier auch mit angeschlossen ist an dem PC, deswegen leuchtet der auch so hin und her. Den solltet ihr auch updaten hier mit dem Firmware Update. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könntet ihr noch eine Sache vorher machen, die soll helfen. Ich habe jetzt ein paar Tutorials gesehen, haben die das nicht gemacht. Bei mir hat es jetzt aber geholfen, weil eben hatte ich ein paar Probleme. Und zwar, wenn ihr hier auf Tools geht, dann auf Optionen und dann hier auf Device, dann gibt es hier einmal das Output-Protokoll.
Da könnt ihr theoretisch Automatik machen, wenn ihr aber auf Nummer sicher gehen wollt, dann solltet ihr da die Konsole eintragen, auf der ihr das Ganze benutzen wollt. Bei mir stand da nämlich eine Xbox One, deswegen hat es wahrscheinlich auch die ganze Zeit nicht funktioniert. Und ich habe es jetzt auf PS3 geändert und das hat auch eben letztendlich funktioniert, deswegen solltet ihr das vielleicht tun. So, wenn wir das getan haben, einfach unten auf Klaus drücken. Und dann können wir uns jetzt hier an das Ganze Eingemachte machen, und zwar über Plugins auf den Max Mapper. Und dann öffnet sich hier der schöne Controller, wie man das Ganze schon sehen kann. Und dann kann man hier erstmal den Input wählen, ob ihr halt einen PS4-Controller habt, einen Xbox One-Controller, PS3-Controller oder einen Xbox 360-Controller. Und dann auf welcher Konsole ihr das Ganze benutzen möchtet. Auf der PS4, auf der Xbox One, auf der PS3 oder auf der 360. Ich habe eben schon gesagt, ich möchte ja meinen 360-Controller, den ich hier oben schon ausgewählt habe, jetzt auf der PS3 benutzen. Das heißt, einmal auf PS3 drücken, dann sieht man hier einmal den PS3-Controller. Und dann könnt ihr hier jede einzelne Taste belegen, wie ihr wollt. Zum Beispiel könntet ihr jetzt machen, die Xbox, bei Xbox ist ja die X-Taste hier, dass ihr euch zum Beispiel hier, wo bei PlayStation die Viereck-Taste ist, da die X-Taste hinlegt. Beziehungsweise, dass ihr, wenn ihr X drückt hier, das ist quasi einmal, wenn man hier, sieht man den Pfeil ja von X hier runtergehen. Das ist jetzt quasi A, ist ja auch richtig. Aber wenn euch das verwirrt, könnt ihr euch zum Beispiel hier einfach auch X hinpacken und dann hier auf, da wo die X-Taste ist, die A-Taste. Ist aber eigentlich relativ unnötig, weil ich denke mal, die meisten kriegen das auch so hin. Man kann aber sich halt hier alles einstellen, wie man möchte. Und wenn man sich das dann fertig angestellt hat, für mich reicht das so schon direkt, dann kann man hier einfach mal oben bei Generate GPC Script einmal auf den Pfeil daneben drücken. Und dann auf Export Profile, und dann könnt ihr das hier halt abspeichern, wie ihr es möchte, wie ihr es nennen möchtet. Ich habe es jetzt einfach mein New Profile genannt. Und dann könnt ihr das Ganze quasi schließen. Und dann hier unten in dieser Liste, wo hier gerade noch Online Library ausgewählt ist, könnt ihr auf Programmer gehen. Und dann seht ihr hier schon an der rechten Seite die Slots, wie die belegt sind. Das heißt, ihr könnt insgesamt 9 Slots haben, also 9 verschiedene Controller-Belegungen. Und dann auch nicht nur für eine Konsole, ihr könnt auch dann zum Beispiel auf den zweiten dann, weiß ich nicht, einen PS4-Controller für die PS3 konfigurieren, wie ihr das möchtet. Ihr müsstet dann eigentlich bei den ganzen Dateien hier, bei den Remapper-Profiles, euer Profil sehen. Hier ist zum Beispiel mein New Profile, was ich halt eben konfiguriert habe. Ich kann auch das hier gerne nochmal rauslöschen einmal, zack. Und dann zieht man das hier einfach so rüber auf die 1, fertig. Und wenn man dann fertig ist mit den ganzen Sachen, wenn man alles rübergezogen hat, wie man möchte, dann kann man hier einmal auf Programm Device gehen. Dann sagt er hier, ja, das ist ein Slot insgesamt und das sind 8 Byte. Dann kann man hier einmal auf OK gehen. Der USB-Stick wird kurz einmal disconnected, einmal durchgebootet und ist jetzt fertig. Dann könnt ihr einmal auf Finish gehen. Das heißt, die Daten sind jetzt auf dem USB-Stick drauf. Es gibt dann hier noch auch andere Sachen, wie zum Beispiel, wo hatte ich das denn gesehen? Ach genau, hier unten auf den Visualskript, da könnt ihr auch extra Sachen machen für Quickscope zum Beispiel, dass wenn ihr die L2-Taste drückt, automatisch die R2-Taste hinterher gedrückt wird, das könnt ihr dann auch die Zeit anwählen, wie viele Sekunden und so. Also damit könnt ihr theoretisch alles Mögliche machen, hier auch Rapid Fire, Dropshot und sowas, für mich relativ unnötig als Zombie-Spieler, aber für die Multiplayer-Spieler vielleicht doch interessant. Ja, und dann haben wir das Ding eigentlich quasi schon richtig eingestellt, und ich wechsle jetzt einmal rüber auf die Konsole, um euch das da einmal zu zeigen. Dann einmal bis gleich. So, wie man sehen kann, sind wir jetzt hier auf der Konsole. Ich habe hier ein paar Sachen auf dem Tisch liegen. Hier ist einmal ein USB-Verlängerungskabel einfach, damit ich nicht zu meiner PS3 muss, weil die hinter meinem Monitor steht, das ist ein bisschen doof da aufzunehmen. Deswegen habe ich das einfach mal kurz hier hergeholt, und hier ist einmal der Chronos Max Adapter, den man dann einfach per USB hier anschließen kann. So rum, ja, oder? Ja, richtig. So, jetzt leuchtet es auch wieder, kennen wir schon vom PC das Ganze. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Xbox 360 Controller als Wireless Controller benutzen möchte, dann braucht man noch so einen Wireless Adapter. Für einen PS4 Controller braucht man zum Beispiel auch einen Bluetooth Adapter, das heißt, dann müsstet ihr euch auch kaufen. Ja, wie gesagt, je nachdem welcher Controller, braucht ihr halt auch Wireless Adapter, wenn ihr nicht mit einem Kabel spielen wollt. Und ja, den hatte ich schon vorher, weil ich theoretisch den immer auch mal am PC benutzen wollte, habe ich auch teilweise. Ich schließe das jetzt einfach mal an, man sieht jetzt hier auch, dass es schon blinkt. Wenn ihr den Controller noch nicht verbunden habt, dann müsst ihr zum Beispiel hier beim 360-Controller, der da oben hier neben diesem Anschluss so einen kleinen Knopf da, man sieht den jetzt nicht so gut, da muss man auf jeden Fall drauf drücken und dann synchronisieren die beiden sich. Ich habe das schon gemacht, deswegen drücke ich hier einfach mal auf die Xbox-Taste, dann fängt das an. Ja, man sieht hier schon verbunden,
Und dann kann man hier auf dem Konus Max, hier steht jetzt eine 0. Da kann man jetzt die 1 auswählen, weil wir gerade eben das Profil 1 belegt haben. Ich kann jetzt hier auch nur 0 und 1 machen, weil wir ja nur dieses eine Profil gemacht haben. Wenn ihr mehr habt, könnt ihr da mehr auswählen. Und man sieht jetzt hier schon, ich gehe mal ein bisschen näher hier mit dem Controller. Ich gehe hier rauf die ganze Zeit. Im Spiel funktioniert es auch. Ich starte hier auch einmal schnell. Das cutte ich kurz einmal. Bis gleich in der Runde. So, ja, wir sind jetzt hier in der Runde. Ich bewege hier gerade mal nur den rechten Analogstick. Wie man sieht, funktioniert hier alles perfekt. Jetzt gehen wir kurz einmal weg hier vom Feuer und dann hier die ganze Zeit den linken Stick. Funktioniert auch alles. Sprinten hier, wie man sehen kann, funktioniert. Messern funktioniert. Springen hatten wir gerade schon gesehen, funktioniert auch. Nachladen funktioniert. So, warte mal, Waffenwechsel, also die Y-Taste. Muss ich kurz einmal eine Waffe besorgen. Zack. Funktioniert auch. Ducken geht, hinlegen auch. Hier das Scoreboard, also Select funktioniert. Start funktioniert. Was haben wir noch nicht? Hier die PlayStation-Taste in diesem Fall eigentlich. Funktioniert auch. Sonst hatte ich jetzt, glaube ich, schon alle Tasten fertig. Ich habe übrigens am Anfang gesagt, dass ich den USB-Hub brauche, nach dem Motto, dass man das später sieht. Brauchte ich jetzt doch nicht. Ich dachte, man braucht es, weil ich ein paar Videos gesehen habe, wo es hieß, dass man das unbedingt braucht. Da hieß es aber auch, dass man zum Beispiel den PS3-Controller noch nebenbei mit anschließen muss. Das, wie ihr sehen könnt, muss man das auch nicht. Von daher braucht ihr eigentlich nur euren Adapter, Wireless-Adapter, wenn ihr nicht mit dem Kabel spielen wollt, und den Chronos Max mehr eigentlich gar nicht. Und dann könnt ihr das Ganze anschließen. Man sieht hier, es funktioniert fabelhaft. Und ja, ist auf jeden Fall ein recht schniekes Teil, finde ich. Also es kostet jetzt, ich habe es für 49 Euro bekommen. Plus, dann kam noch Versand drauf, irgendwie 5 Euro oder sowas. Aber trotzdem immer noch billiger als ein PS3-Controller. Und ich kann jetzt einfach mit jedem Controller, wie ich möchte, rumspielen und jedem eine andere Zuordnung geben von den Tasten. Und das mit dem Quickscope habe ich ja eben auch gezeigt. Ich werde es nicht brauchen und es auch, glaube ich, nie testen. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall eine feine Sache. Die ganzen Links dazu sind natürlich auch unten in der Beschreibung zu finden. Und ich hoffe, ich konnte euch das Ding hier mal ein bisschen zeigen. Eventuell für den einen oder anderen, den es interessiert, konnte ich da vielleicht auch ein bisschen für einen Kauf entscheiden. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr einfach mal ein Like da lassen und einen Kommentar zu dem Chronos Max V3 Plus Chronos Max Plus V3, so rum heißt er, 2015er Edition. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr noch kein Abonnent seid übrigens von meinem Kanal, könnt ihr nochmal unten auf Abonnieren drücken, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.